Du sag mal, Bernardo, wenn ich mich hier so umgucke, also direkt viel ist hier nie los. Ja. Wie war denn das zu deiner Zeit, als du das Bild hier gemalt hast? Majestät, als ich 1750 eine exquisite Radierung von die Neustädter Mark gefertigt habe, dann war das hier alles noch ein wenig, wie soll ich sagen, auf die Villaggio, auf die Dorf. Du sag mal, hast du gerade mein schönes Dresden-Dorf gehessen? Wo haben wir noch eine Burg frei, wo wir dich unterbringen können? Eine Frechheit. Majestät, ich meinte natürlich nicht Villaggio Dorf, ich meinte natürlich Accogliente Sassone. Das heißt, sächsisch, gemütlich. Ah, hast die Kurve gerade noch so gekriegt. Ah, ich weiß nicht, wo die Leute sind. Sitzen die daheim und trinken Kaffee oder was? Ich meine, Kaffee wurde ja in Sachsen schon immer genossen. Oh, herrlich. Ein schönes Schälchen Hessen. Aber heute, mein Lieber, heute, weiß ich, wird der Kaffee ja sogar für Haarshampoo verwendet. Shampoo. Ja? Koffein-Shampoo. Ja? Und auch für die Körperpflege unter dem Motto: Wascht er die Föten und kämmt er die Löten. Also, ist doch furchtbar, oder? Majestät, aber die Goldene Reiter ist noch genauso fantastico wie damals. Ganz genau. So hat's der Papa tatsächlich auch selber gesehen, als Goldener Reiter in einer Imperatorenkluft. Und Imperatoren, das kennt ihr ja aus Italien am besten. Allerdings, die Hofkirche, die ging tatsächlich auf mich zurück, weil ich war doch mit der Kaisertochter Maria Josepha von Österreich verheiratet. Sie. Und die war katholischen Glaubens. Die Sachsen wiederum waren ja aber protestantisch. Protestantisch. Ja, und so muss es geheim gehalten werden, dass das eine katholische Kirche wird. Ein Durcheinander, kann ich dir sagen, ein Durcheinander. Ja, Majestät, man kann aber auch völlig durcheinander kommen, wenn ihr alle gleich, wenn ihr alle pari gleich heißt. Friedrich August von Sassonia, von Sachsen. Das muss einer sagen wie du, hä? Der den Künstlernamen seines Onkels angenommen hat. Canaletto. Sie, Majestät, wie sagen wir Italiano, gute geklaut ist der bessere. Also, schlecht geklaut, hä? Sie, der Name Canaletto, Majestät, war ja damals schon eine eingeführte Marke. Und mein Sio, mein Onkel, war ohnehin schon ziemlich alt. Naja, da hat er's ja nicht mitgekriegt. Die Hofkirche. Die Hofkirche. Heute heißt sie ja Kathedrale Sankt Trinitatis. Majestät, wusstet ihr eigentlich, dass Canaletto-Blick mit Hofkirche, dass ich das mehrfach gemalt habe? Ach was? Einmal mit Struttura am Turm. Mensch, Canaletto, sprich Hochdeutsch wie ich auch. Also mit Gerüst am Turm, weil Chiepa die Kirche noch nicht fertig war. Und einmal ohne Struttura, Entschuldigung, ohne Gerüst. Ne, das mit dem Gerüst, das kenne ich ja. Der hängt ja in der Gemäldegalerie Alte Meister. Aber das ohne, so habe ich zumindest gehört, hängt ja beim Bundespräsidenten in Berlin, und zwar im Schloss Bellevue. Bellevue, ja. Richtig. Und hing noch bei dieser Honecker im Büro. Honecker? Sie. Ach, du meinst den saarländischen Dachdecker? Sie, Dachdecker. Der in Berlin einen König spielen wollte. Sie. Ein Saarländer in Berlin. Ja. Stappt der mit den Berlinern schon nie in Berlin. Aber ein Saarländer, kein Wunder, dass das schiefgegangen ist. Sie. Ja. Sie. Du. Sie. Ach, lass es. Majestät.